Arsch. Herzlich willkommen im Waschsalon. Bitte begrüßt eure Gastgeberin. Hier ist Tané. Dankeschön. Und herzlich willkommen hier zu Nightwash Live. Könnt ihr ruhig nochmal klatschen. Danke. Ach, cool. Sehr schön. Geil. Ist fast wie in so einer Sauna, ne? Geil. Aber ihr könnt noch atmen, das ist gut. Es ist echt voll, toll. Ich freue mich sehr. Ich habe jetzt auch die Ehre, ab jetzt quasi hier im Waschsalon zu moderieren. Also der 90er-Scheiß ist vorbei jetzt hier. Ne? Wenn man das mal gesagt hat hier. Nee, ich freue mich wirklich sehr. Super, super cool. Wir haben eine tolle Show für euch vorbereitet und ich sehe nur tolle Menschen heute hier. Hallo. Mein Freund! Wie geil ist das denn? Leute, es ist jemand hier. Wir haben einen Special Guest in the house. Du musst mir noch mal kurz deinen Namen sagen. Den habe ich. Dominik. Dominik, der Architektstudent mit dem Tetra Sangria. Ihr wisst alle. Dominik, Riesenapplaus für Dominik mal. Wie geil. Sehr, sehr geil. Schön, dass du da bist, Dominik. Wieder schön stramm dabei. Ich finde das immer so gut. Du hast so Spaß. Das Ding sitzt hier in der Mitte. Das ist immer super. Das ist richtig geil. Leute, wie ist die Stimmung? Habt ihr Bock auf eine geile Show? Kann ich mal nur die Mädels hören? Nur die Jungs? Nur mal die Mädels? Und die Jungs? Und alle zusammen? Sehr, sehr geil. Jetzt kommt nämlich der erste Künstler hier auf die Bühne. Er ist ein großartiger Kollege und auch Freund von mir. Er ist mein Lieblingsafghane. Ich kenne auch nur einen Afghan. Nee, er ist ganz, ganz toll und bitte begrüßt ihn mit genau diesem Applaus von gerade. Hier ist er, der großartige Faisal Kavusi! Nightwash! Was geht ab, Motherfuckers? Schön, euch zu sehen. Cool, hier zu sein. Mach mal Fotos. Mach noch eins. Warte, hier ist Drama. Schöne Fotos. Ah, ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, euch zu sehen. Nee. Geil. Gibt es hier irgendjemanden, der mich kennt? Ich bin halt ein Star. Ich meine, ich bin Afghaner, Tané hat es schon gesagt, und es gibt viele Vorurteile so über uns, und mit denen komme ich klar. So, wir sind Bombenleger, okay, wir killen alle, okay, aber jetzt seit Silvester sind wir Grabscher geworden. Ich finde das nicht geil, weil es ist ohne Scheiß, wenn ich jetzt am Hauptbahnhof bin und ich sehe eine Frau und ich finde die schön, dann schaue ich sie an, das ist ein Kompliment für einen Mann. Man denkt so, oh, schöne Frau, aber jetzt geht das nicht mehr. Wenn ich jetzt die Frauen so angucke, schauen die immer so angeekelt, immer so... Ekelhaft. Und ich gucke ja ganz normal, ich gucke ja ganz nett, ich gucke ja nicht so lüstern, irgendwie so. Bin ja gar nicht der Typ für. Und ich wurde auch ganz anders erzogen. Das ist wirklich so. Ich meine, viele Leute haben ja die Vorurteile, dass bei uns Afghanen so, wir sind so voll die Machos und die Männer haben die Hosen an. Scheißdreck. Die Frauen sind, letztens sind wir Auto gefahren, mein Vater fährt, rechts meine Mutter, ich sitze hinten. Wir fahren auf eine Ampel zu, die schaltet von grün auf gelb. Ich sag zu meinem Vater, gib Gas. Der guckt zu meiner Mutter und meine Mutter so. Die ist der Boss. Und wir wurden auch streng erzogen. Es wurde auch immer, uns immer gesagt, dass wir Respekt vor Frauen haben sollten, das ist auch wichtig. Und mein Vater war prinzipiell krass streng, also übelst krass streng. So. Man kann, so der Vergleich zwischen deutschen und afghanischen Familien ist, in der deutschen Familie wirst du belohnt, in der afghanischen Familie wirst du bedroht. Wirklich, in Deutschland seid ihr immer so lieb. In der deutschen Familie kann man sagen, wenn du Spielmaschine ausräumst, kriegst du 5 Euro. Mein Vater hat gesagt, wenn du Spielmaschine ausräumst, kriegst du nicht auf die Fresse. Der war knallhart, wirklich. So wenn, und der hat auch krass gedroht. Und wenn er nicht wollte, dass ich irgendwas mache, kam er zu mir und sagte, Faisal! Wenn du das machst, dann bist du tot. Und dann bist du abgehärtet. Dann bist du am nächsten Tag in der Schule, kommt irgend so ein deutscher Lehrer zu dir und sagt, Faisal! Wenn das nochmal vorkommen sollte, dann wird ja morgen ein anderer Wind. Oh,
Oh! Oh! Was wollen Sie machen? Kaufen Sie einen Föhn? Und ich vermisse zu Hause. Ich bin mittlerweile ausgezogen, ich wohne mittlerweile hier in Köln. Aber ich vermisse zu Hause. Zu Hause war alles so schön. Ich muss nichts machen. Wirklich, man, es gibt Vorurteile, die sind nicht wahr, aber es gibt auch Vorurteile, die sind wahr. Und dass wir Paschas sind. Jungs müssen zu Hause nichts machen, die armen Mädchen müssen arbeiten. Aber Jungs können chillen die ganze Zeit. So, das Zimmer wird aufgeräumt, die Wäsche wird gewaschen, Essen wird gekocht. Ich muss auch nie in die Küche. Ich dachte, ja, das wäre das Zimmer meiner Mutter. Wir haben eine sehr große Familie, sehr große. Dein Name, du guckst die ganze Zeit weg. Wo guckst du hin? Denkst du, ich habe keine Gefühle, guck du. Dachtest du, ich sehe das nicht? Ich bin fett, nicht blind. Wie ist dein Name? Lars. Hast du Cousins und Cousinen? Ja? Weißt du, wie viele? Ja? Drei. Süß. Ich hab 17. Mütterlicherseits. Ich habe sehr viele Cousins. Und wisst ihr, was mich nervt? So, wenn du als Kanake sagst Cousins, denken die Leute mal, du meinst so asozial, die mit Bomberjacke am Hauptbahnhof abhängen. So, die meine ich gar nicht. Meine Cousins sind voll die Intellektuellen. Das sind so Zahnärzte, Wirtschaftsprüfer und sowas. Das sind so Typen, die sitzen abends im Literaturcafé. In der einen dann haben sie einen Cognac, in der anderen haben sie so eine Pfeife. Und dann tragen sie so einen Monokel und sagen Sachen wie, in der Tat. mit dem war ich die letzte Jahr im Urlaub mit meinen Cousins. Wer war im letzten Jahr mal im Urlaub? Mal kurz klatschen. Wer war das im Urlaub? Du mit dem Sangria, du bist Dominik, habe ich recht? Ja. Aber ich habe einen Sangria erkannt. Mit wem warst du im Urlaub? Mit einem Freund, wo wart ihr? Ibiza. Das ist geil, das ist ein schöner Ort, um Urlaub zu machen, das ist eine gute Wahl. Es gibt aber viele Menschen, das verstehe ich nicht, die gehen wandern. Wandern? Die bezahlen Geld, damit es ihnen schlecht geht. Ich verstehe nicht, was daran so cool sein soll, so in den Wald kacken, ist doch geil. Klopapier ist was für Pussys. Das ist echt merkwürdig, weil ich war letztes Jahr dreimal im Urlaub. Dreimal. Ich war zweimal privat, einmal beruflich. Einmal war ich privat in Antalya. Antalya ist echt geil. Strand. Ich war zum ersten Mal in meinem fucking Leben am Strand. Ich war total beeindruckt. Es war echt cool. Aber eins hat mich genervt. Alle dachten, ich bin Türke. Sogar die Türken dachten, ich bin Türke. Und das Schlimme an den Türken ist, wenn die denken, du bist Türke, die fragen nicht. Die kommen einfach zu dir und fangen einfach an zu reden. Und das ist bei mir genauso wie bei euch. Ich verstehe nichts. Sie kommen dann vor mir so. Keine Ahnung. Und da habe ich ihm gesagt, so, ey Digga, ich bin kein Türke. Und er so, doch! Okay, bin ich Türke. Und ich wurde als Künstler gebucht auf der AIDA. War jemand hier schon mal auf AIDA? Du? Ja, wie ist dein Name, Liebes? Schluck erstmal runter, alles gut. Ist komisch, wenn ich das zu einer Frau sage, aber... Aber sie ist geübt, direkt. Wie ist dein Name, Liebes? Annalena. Okay, welche Tour hattest du? Kanal. Ey, lustig, genau die Tour. Ah, du warst es im Gebüsch. Naja. Ja, aber Kanal, das war schon cool. So an sich, du hast Strand, beziehungsweise du bist viel in der Sonne und so. Aber was bei mir schon kacke anfing ist, ich kam da an und statt 4 Stunden Reise hatte ich 9 Stunden Reise. Und mein Koffer war weg. Der hat meinen Koffer verloren, bei einem Afghanen nie gut. Und dann komme ich an, bin richtig abgefuckt. Ich bin richtig genervt. Und dann komme ich an, kommt so ein Matrose zu mir. Sagt, hallo Herr Kavodi, schön, dass Sie hier sind. Hier ist Ihre Schwimmweste, jetzt machen wir einen Test. Und ich dachte so, ey, Afghane mit Schwimmweste auf dem Schiff, kommt mir bekannt vor, gefällt mir nicht. Und ohne Scheiß, auf dieser AIDA, ich war 2 Wochen lang dort, ich habe mich, ein Gefühl war durchgehend da, ich habe mich jung gefühlt. Diese Menschen sind alt, richtig alt. Nicht mal so, wirklich richtig alt. Ey, da waren mehr Stöcke als Beine. Das war unglaublich. So volles Programm, so der eine mit Rollator, der andere mit so einer Infusion. Und auf diesem Schiff habe ich gemerkt, wie krass ernst ihr Deutschen das mit euren Handtüchern nehmt. Das war echt heftig. So diese alten Männer sind dann morgens irgendwann um 5 Uhr aufgestanden, sind hoch aufs Deck, haben ihr Handtuch auf die Liege gelegt, dann wieder schlafen gegangen, dann aufgestanden, Frühstück, wieder aufs Zimmer, mit der Frau irgendwas gemacht, dann wieder was essen und dann irgendwann um 3 Uhr aufs Deck und ein Handtuch lag da. Und ich, Idiot, komme da um 12 Uhr hin und denke mir so, ey, geiler Service von AIDA, Handtuch liegt schon bereit. Leg mich dahin, kommt so ein alter Mann, rastet richtig, macht mich richtig fertig. Und ich dachte so, ey krass, wenn die Deutschen das mit den Handtüchern so ernst nehmen, dann werde ich es ab jetzt auf mein ganzes Leben übertragen.
Wenn ich draußen bin, ich sehe einen guten Parkplatz, lege ich mein Handtuch drauf. Ich lerne eine hübsche Frau kennen, die ist aber erst 17, kein Problem, Handtuch drauf und im Jahr sehen wir uns wieder. So ist die Burg entstanden. Warte, du siehst nichts, ich hab ein Messer. Zack, jetzt. Das ist super. Und ich habe mit der Familie noch einen gemeinsamen Urlaub gemacht in Istanbul. Istanbul ist wirklich eine Bombe, ist eine schöne Stadt. Ich wollte gerade Bombenstadt sagen, habe mittendrin gemerkt, das ist vielleicht das richtige Wort, das jetzt. Aber es ist echt eine geile Stadt. Wirklich so viel Historie, so viele schöne Sachen, die es dort zu sehen gibt. Aber eine Sache fand ich am coolsten, dass ich als Afghane gar nicht mehr so auffällig bin. Camouflage. Wirklich, in Deutschland falle ich immer auf. Vor allem, wenn ich so auf Partys bin, wo ich der einzige Kanake bin. So wirklich, ich komme rein, vorher die Leute haben voll Spaß. So, hey Party, was geht ab? Und dann komme ich rein. Was will der denn hier? Wird nicht erst nach der Party geputzt? Und eine Sache hat mich in Istanbul sehr beunruhigt, ist, wie krass deutsch meine Mutter geworden ist. Sie ist so übelst deutsch geworden. Was keine Beleidigung sein soll, aber ich erkläre es euch. Wir waren auf einem türkischen Bazar. Auf einem fucking türkischen Bazar, was in Deutschland ein Sprichwort des Verhandeln ist. Und meine Mutter wollte was kaufen. Die geht zum Typen und sagt, wie viel? Der Typ sagt 10. Meine Mutter holt ihr Portemonnaie raus. Und ich so, halt! Mama, du musst verhandeln, was ist los mit dir? Mein Vater dagegen, der ist der absolute Motherfucker, wenn es ums Verhandeln geht. Der ist richtig gut. Das habe ich schon als Kind gemerkt, als wir auf Flohmärkten waren. Und wir waren oft da, ey, wir waren so oft da, wenn wir zurückkamen mit dem polnischen Akzent. Das war krass. Und in Istanbul kann mein Vater mal zeigen, was er drauf hat. Und dann geht er zum Typen und sagt, wie viel? Der Typ sagt 30, mein Vater 3. 25, 2. 20, okay, 20. 1. 15. 15 ist gut, 15. Wir laufen zurück zum Auto, ich war voll beeindruckt. Ich so, boah, krass, Papa, sag mal, wo hast du so verhandeln gelernt? Und er so, eBay, 3, 2, 1, meins. Geil, ihr war ein tolles Publikum, das war's von mir. Vielen Dank, Dankeschön, ciao. Faisal Kavusi. Nightwash. Geil. Sehr, sehr cool. Boah, Leute, die Stimmung ist der Knaller. Wirklich richtig, richtig geil. Fast wie so eine Samstagabend-RTL-Show, ne? So. So. Hallo und herzlich willkommen hier zu Nightwatch Live. Ah, schön, toll, dass ihr alle da seid. Hè? Mein Name ist Juri Meis. Ja, ich bin eigentlich auch nur hier, weil ich mit einem berühmten Fußballspieler gepoppt habe. Boah, finde ich die Frau scheiße. Nee, die finde ich wirklich kacke. Die hat auch mal in so einem Interview gesagt, irgendwie, ja, ich trage auch privat nur High Heels. Ja, klar trägt die nur High Heels. Ohne die Dinger kann die ja nicht mit dem Kind übers Waschbecken gucken. So, Leute, seid ihr ready für den nächsten Künstler? Lasst doch mal was hören. Sehr, sehr geil. Der nächste, der kommt, ist auch ein ganz, ganz toller Kollege. Aber er hat ein großes Problem, also seid nett zu ihm, er ist Lehrerkind. Hier ist er für euch, der großartige Basti Bielendorfer. Was ist hier vorne los bei euch? Seid ihr schon besoffen oder was? Vielen Dank, Tané. Ja, du hast es schon angekündigt, ich bin Lehrerkind und ja, das ist meine echte Stimme. Damit müsst ihr jetzt die nächsten... Alter, Karneval oder was? Das ist die Stimme, mit der ihr die nächsten 6 Minuten leben müsst. Ja, ich weiß, ich klinge ein bisschen wie Bruce Willis als Ente. Das letzte Mal, als ich bei Nightwash war, hat jemand den Clip von Nightwash ins Internet gestellt, bei YouTube, und hat drunter geschrieben, Alter, warum klingt der Typ so? Hat er keine Hoden? Ich habe drunter gepostet, oh doch. Aber die sind so schwer, die ziehen an den Stimmbändern. Oh, danke. Danke.
Applaus von allen mit schweren Hoden, das ist sehr schön. Wer geht denn hier gerne mit seiner Freundin einkaufen? Komm, ein Lügner zeigt immer auf, Alter. Einer so, ich, weil sie daneben sitzt so, ja, macht er wirklich. Ich verrate den Damen jetzt mal was. Kein Mann der ganzen Welt geht gerne mit seiner Freundin einkaufen. Das ist einfach ganz klar, weil wir Männer, wenn wir einkaufen gehen, ne, wenn mir die Buchse vom Körper fault, sage ich auch, komm, als kurze Hose kannst du noch tragen. Meine Freundin, mittlerweile Frau, macht daraus aber immer ein Wellness-Erlebnis. Die hat den Satz geprägt, H&M ist so gemütlich. Das meint die ernst? Ich hab gedacht, die hat einen Hirnschlag. Wisst ihr, was so ätzend daran ist? Wie das bei uns aussieht. Wir laufen hinter ihr her. 3 oder 4 Stunden lang. Mit Kleidung über dem Arm, wie so ein Golem. Und der Handtasche. Und irgendwann, wenn das Weibchen die Jagd beendet hat, haben wir das Recht, uns niederzusetzen. Vor der Umkleide. Und links und rechts sitzen Typen, die genau das Gleiche erleben wie wir gerade. Und weil alle Männer sich in diesem Moment schämen dafür, wie unangenehm das ist, starren wir auf unser Handy. Selbst Typen, die kein Handy dabei haben, starren auf ihre Hand. Und neben dir die Typen alle mit einer Handtasche auf dem Schoß. So dass du denken könntest, och, ein schwules Kaffeekränzchen. Und das letzte Mal, als ich mit dir einkaufen war, ich sitze da wieder in Warteposition und irgendwann schob sich eine der Umkleiden raus. Und eine Dame kam heraus. Und es war zum Glück nicht meine. Denn die Dame, die sich da was ausgesucht hatte, die trug eine hautenge Schlangenleder-Leggings. Ah. Ich beschreibe es euch mal so. Und die Anaconda hatte gerade gefressen. Und der Typ neben mir, offensichtlich ihr Typ, starrte auf sein Handy. Der war im kompletten WhatsApp-Modus. Es gibt nun mal die Regel, wir Männer können nicht multitasken. Er war in WhatsApp-Land. So, WhatsApp. Und sie stand dort in diesem Taucheranzug, ne? Und machte das hier. Oh, die ist ein bisschen eng, aber ist schön, oder? Und du sahst, dass er nicht denken konnte, guten Abend. Und er starrte auf dieses Handy und als sie das machte, gingen die Augen auf einmal so hoch. Und nur sein Kleinhirn sprach, mit deinen Stümpfern kann man das nicht tragen. Das komplette schwule Kaffeekränzchen machte, okay. Und dann machte sie etwas, was sehr weiblich ist, weil wir Typen würden sagen, ja, ich bin halt fett geil. Aber sie machte etwas, was ich sehr, sehr cool fand. Sie sagte nämlich, was? Und dieses was war ja nicht, oh Schatz, ich hab dich leider akustisch nicht verstanden, dass du mich gerade vor allen als fett bezeichnet hast. Könntest du das nochmal wiederholen? Nein, dieses was war, du hast nun eine Chance, weiter zu leben, indem du das, was du gerade gesagt hast, zurücknimmst und exakt das Gegenteil behauptest. Aber er war immer noch im Wunderland. Ich guckte so rüber und ich sah echt das so. Und sie sagt, was? Und er guckt und sagt, mein Gott, du hast so viel gefressen, du fette Kuh. Und ich kann euch sagen, dieser Anaconda konnte auch würgen. Und diese Unterschiede, dass Männer und Frauen da sehr unterschiedlich sind, merke ich jetzt auch, weil ich habe dieses Jahr geheiratet. Oh. Seit wann ist das eine Leistung, Alter? Das ist schon mal geil. Du merkst das im Publikum. Ich glaube, hier sind nicht so viele, die schon verheiratet sind. Aber oft merkst du im Publikum, dass die Leute, die noch nicht verheiratet sind, sagen, oh, schön. Und die Verheirateten gucken dich so an. Dein Leben am Arsch. Das stimmt gar nicht. Meistens ist es schön, also die meisten Dinge. Aber als es dann so auf Hochzeit zuging, weißt du, ich bin ein Typ, ich habe da keine Vorstellung. Ich habe zu dir gesagt, so, ey, wir können auch im McDrive heiraten, ist mir egal. Es geht ja um die Liebe und dafür kriegt diesen Blick. Und dann ging es in diese ganzen Klamotten, die man vorher vorbereiten muss. Und sie hat gedacht, sie gibt mir Aufgaben, damit ich ein bisschen, ja, mitarbeite. Zum Beispiel musste ich Blumen kaufen. Ich beim Blumenladen rein und ich sagte so, ne, ich
wusste ja nicht, was ich bestelle. Ich sag so, ich bräuchte einen Blumenstrauß, so ungefähr so wie eine Pizza. Darin rechne ich. Burger, Pizza, Familienpizza. Die Frau so, ja, das können wir machen. Welche Blumen wollen Sie denn? Schöne? Ja, das haben wir. Das kostet so 20 Euro. Ich sag, ist nur für eine Hochzeit. Ah, 400 Euro kostet das. Du wirst nur verarscht. Dann wollen wir Ringe kaufen, hier in Köln. Feiner Juwelier, ne? Sie vorher, meine Frau vorher gesagt, ja, wir machen ganz klein, ganz schmal, ganz bescheiden, ne? Wir sitzen da vor so einer dicken Juwelierin und meine Frau sagt, ja, wir wollen nur einen ganz schmalen Goldring haben. Und dann sagt die Frau allen Ernstes, ja, ja, kommt drauf an, was einem die Liebe wert ist. Ich merkte, wie meine EC-Karte Selbstmord beging. Und dann sagte sie so, ich leg Ihnen hier mal was hin. Und dann nahm sie so einen Ring komplett mit Diamanten umsetzt, wie beim Hobbit. Wirklich so. Und diese intelligente Frau, mit der ich seit so vielen Jahren zusammen bin, diese reflektierte Frau, von der ich wusste, sie würde jetzt sagen, sowas brauchen wir nicht, machte das hier. Wie ein altes Gartentürchen. Ach, wie schade, dass wir uns das nicht leisten können. Tanja hat es ja gerade schon angedeutet, so, ich komme aus einer Lehrerfamilie, das hieß, Hochzeit war bei uns auch nicht komplett normal. Bei uns sind alle Familienfeiern nicht normal, so, weil bei uns ist das die Klugscheißer-Weltmeisterschaften. Ich bin nicht Lehrerkind Stufe 3, ich bin Lehrerkind Stufe 10. Alle sind Lehrer. Auf Familienfeiern werden bei uns Gedichte aufgesagt. Da steht wirklich zwischendurch einer auf und sagt, Walter von der Vogelweide, ich bin Dean, du bist Min. Und du stehst daneben und willst dir den Kopf schießen. Und als wir geheiratet haben, das ist wirklich wahr, wir haben oben auf einem kleinen Leuchtturm geheiratet. Ne? Nur meine Eltern, ihre Eltern, Trauzeugen, die Standesbeamtin. Und die Frau war gut, ne? Die hielt ja ihre Rede, wir beide ein Tränchen rausgedrückt, Stimmung war gut. Und dann sagte sie am Ende ihrer Rede ein Zitat von Heinrich von Kleist, dem bekannten deutschen Dichter. Sowas wie, Liebe ist ohne Achtung nichts, denn Achtung ist ohne Liebe nichts. Und mein Vater hinter uns sagt allen Ernstes, das unpasst, Heinrich von Kleist hat sich umgebracht, der war unglücklich verheiratet. Ihr könnt es nicht euch vorstellen, aber ich habe diesen Mann auf meiner Hochzeit eine Rede halten lassen. Zum Abschied werde ich euch jetzt die ersten zwei Sätze dieser Rede zitieren, wortwörtlich. Und das war von seiner Seite aus keine Comedy. Liebes Brautpaar, liebe Festgesellschaft, die Ehe ist eine rein formale Angelegenheit, die rein statistisch in 67% aller Fälle mit der Scheidung endet. Liebes Brautpaar, ich möchte euch heute also hier alles Gute dieser Welt, viel, viel Liebe und viel Glück wünschen, aber die Statistik verbietet es mir. Danke, Köln! Basti Bielendorfer! Nightwash! So Leute, wir machen jetzt weiter mit den nächsten Künstlern. Und die haben eine richtig weite Anreise. Die kommen aus München. Da sagen wir doch jetzt Kölner Refugees willkommen. Oder? Hier, macht riesen Applaus für Bayer und Hang! Nightwash! Hallo, was euch? Ja, wir sind aus München extra angekommen, heute das erste Mal in Köln und wir sind hergekommen, um mit euch über ein wichtiges Thema zu reden. Es ist ein schwieriges Thema, ein Thema, was viel in den Medien ist. Es geht um Menschen. Viele bezeichnen sie als Randgruppe. Ja, wobei das wirklich nicht mehr so trifft, ja. Ja, es ist auch eine Randgruppe hier, es trifft nicht mehr, weil die sind direkt unter uns und sie stellen auch ein Integrationsproblem dar. Sie reden anders, sie leben anders, sie sind anders als wir. Ihr wisst wahrscheinlich, von wem wir reden. Es sind natürlich die Hipster. Mhm. Ja, yeah. Und Berlin ist mittlerweile überlaufen und wir mussten heute auch hier in Köln feststellen,
Die Jute ist am Dampfen. Die Jute ist am Dampfen. Also, man soll ja nicht alle über den Kamm scheren, nein, aber wir empfehlen Fall. Euch unbedingt, haltet eine Selfie-Stick-Länge Abstand, ja? Ja. Und um euch zu zeigen, wie ernst die Lage wirklich ist, möchten wir mal kurz nahelegen, was wir heute hier in Köln in einem hippen Laden miterlebt haben. Miterleben mussten. Mussten. Hip aus, Mann. Ja, 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 ich weiß, ich meine, in so einem Pulli kannst du echt Bassjumpen gehen. Ja, ja, aber ich kann sie dir zurückgeben, voll YOLO. Danke, Mann, danke, Mann. Danke, Mann. Und geile Atmosphäre hier, Mann. Oh, ja, ja, da ja, ist ja, die Jute am Dampfen, Alter. Ich würde sagen, Hashtag place to be, oder? So true, ja, so true. Weißt du, was das Geilste hier ist? Hä? Das ist dieser individuelle Style. Ja, Mann, Individualität ist halt auch echt das Wichtigste. Ja, klar. Das siehst du an den ganzen Möbeln und Stühlen hier, die überhaupt nicht zusammenpassen. Boah, scheiße, Digga. Jetzt, wo du sagst, hier sieht's aus, alles wie als wär's direkt vom Sperrmüll. Ja, ja, ist voll Retro-Vintage. Hashtag Wertstoffhof. Ja. Und die Drinks hier sind sowas von breathtaking. Oh ja, die sind breathtaking, die sind so breathtaking. Weißt du, ich trinke gerade hier eine Ingwer, Hibiskus, Maracuja, Holunder, Senfgaslimonade, ja, Mann. Ja. Wow. Alter, damit bleibst du die komplette Halbzeit mit cool. Ja, 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 ja. Weißt du, das liegt an den... Das liegt an den freshen Zutaten, ja? Die werden von Indio-Kindern in Ecuador gepflückt, ja? Am selben Tag mit Expressjet hier nach Köln geflogen und dann im Laden handgepresst. Hashtag Fairtrade. Ja, Mann. Das ist Fairtrade. Mm. Und da ist ein Preis von 9,50 Euro, ja? Mhm. Für 0,3 Liter Flavor Explosion in meinem Mund ist echt ein nicer Preis. Echt nice. Zahle ich gern. Echt nice. Mit echt Überzeugung, nice, ja? Digga! Alter. Und wie laufen die Studies? Richtig gut, ja, Mann. Richtig, richtig, ja, richtig, 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 richtig gut, Mann. Ich habe gerade zum 7. Mal mein Studium abgebrochen. Ja, weißt du, BWL, Jura, Medizin, Chemie, Mathematik, Physik und das war mir einfach alles zu Mainstream. Oh, fuck, fuck the fucking Mainstream. Fuck the fucking Mainstream, Mann. Fuck the fucking, fuck the fucking, fuck the fucking Mainstream, Mann. Fuck the Mainstream. Ja, wow, 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 Digga, Digga, Digga. Fuck the Mainstream. Diese Soft Skills, die hast du ja eh das erste Semester, oder? Ja, Mann. Ja. Weißt du, ich weiß von allem bisschen was und vom meisten gar nichts. Läuft bei dir, volle Gönnung, oder? Alter. Was ist die nächste Station? Als nächstes mache ich Germanistik. Kennst du, oder? Ja, klar, ja, 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 klar. Germanistik, die Disziplin der Geisteswissenschaften, die die deutsche Sprache und deutschsprachige Literatur in ihren gegenwärtigen und historischen Erscheinungsformen dokumentiert, erforscht und vermittelt. Ja. Ja, genau. Ja. Alter, du kennst dich echt aus mit dem Scheiß, Mann. Ja, Digga, Hashtag Wikipedia. Ja, aber es ist ja eher so Underground-Germanistik, ist echt Underground, weißt du, es ist ein Underground-Fach, das ist im Prinzip so wie eine Revolution, weißt du, Germanistik ist wie so eine Revolution gegen... Ist auf jeden Fall voll die Revolution! Ja, Mann! Voll die Revolution! Und dieses Semester, da haben wir Goethe durchgenommen, der ist so awesome. Der ist im Prinzip so, der ist im Prinzip so wie Crow, halt nur ohne Beats. Ja? Kennst du den? Ja, 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 klar, Mann. Crow, das Genie, er float wieder wie diese Hover und außerdem baut er die Beats so easy, easy. Ja, Digga. Ja, Mann, ja, Mann. Alter. Aber ich meine jetzt nicht Crow, ich meine Goethe. Kennst du den? Goethe. Ja, klar, der war doch neulich im Kino. Ist doch dieser Fuck You, oder? Ja, ja, dieser genau. Fuck You Goethe. Genau, ja, genau, der schreibt aber auch Bücher. Zum Beispiel Faust. Ja, schlag ein. Nein, Mann, nicht die Faust. Goethes Faust ist ein exquisites Buch. Das ist im Prinzip so wie,
Ja, das ist wie die Serie Köln 50, 66, 7. Echt? Weißt du, ja. Weißt du, erst verkaufen sie alle ihre Seele und dann haben sie auch noch Erfolg damit. Wow! Ja, Mann. Hashtag Pflichtlektüre. Ja, okay. Ich glaube, ich guck mir dann den Film an, wenn er raus ist. Ja, ja Mann. Ja, aber, weißt du, was mich jetzt so wirklich interessiert, ist, was so ein Germanistiker arbeitet. Der checkt halt die Sprache. Ja, klar. Und der hat natürlich auch krasse Rhyme-Skills, weil Goethe hat ja auch echt krasse Rhyme-Skills gehabt. Also im Prinzip ist Germanistik eine Ausbildung zum Rapper. Wow! Ja. Digga! Ja. Machst du dann Bachelor of Rapper oder machst du dann Master of Rapper oder gleich Promotion? Ja, schon Promo-Dings, weil sonst wirst du ja nix. Wow! Dann ist er ja Akademiker wie Dr. Dre. Ja, Mann, Alter, stimmt, krass. Ich meine, hey, Eigenlob smells, aber meine letzte Semesterarbeit war auch echt kranker Shit. Kranker Shit? Ja, Mann. Ja, du, ich stehe auf kranken Shit. Echt, Mann? Ja, was für eine Art von kranken Shit war das? Pass auf. Eine Diskursanalyse der interpretatorischen Korrelation, der Intertextualität, der metaphysischen Semiotik und der Falsifizierbarkeit des Kantschen Imperativ in der kontradiktorischen Hermeneutik von Goethes Faust. Wow. Das ist echt kranker Shit. I know. Sag mal, willst du mir mal zeigen? Klar, Mann. Ach so, da ist das Mikro. Ja, Mann. Ich hätte es rechts erwartet. DJ Porno, dreh den Swag auf. Aha, yeah, check this out. Habe nun nach Philosophie, Juristerei, Medizin und leider auch Theologie. Doch auch studiert mit heißem Bemühen. Jetzt steh ich da, ich Amateur, aha. Und bin so klug als wie zuvor, aha. Clap your hands, you motherfucking bitches. Hallo, guten Tag, ich bin der Heinrich Faust. Doch mein Leben ist an mir vorbeigesaust. Da kam ein Mann, wir machten einen Deal. Ich gab ihm meine Seele, MSX Appeal. Es war der Teufel. In allen Clubs, in allen Staaten nennt man mich DJ Satans Braten. Partyleben hatte er nie, deshalb Auerbachs Keller, the place to be. Dort traf ich ein Mädchen, ne geile Bitch namens Gretchen. Ich dachte, Fräulein, darf ich's wagen, meinen Arm und Geleit ihn anzutragen. Hat sie gesagt, bin wieder Fräulein, oh, wieder schön, aha, und ich kann ganz sicher ungeleit nach Hause gehen. So, du bist eine richtig geile Maid, hab ich gesagt. Doch dann hat sie mich die Gretchenfrage gefragt. Wie hältst du es mit der Religion? Und die Antwort wusste ich leider nicht. Deswegen sagte ich, hey Baby, ich stehe auf dich. Dann lief sie weg. Ich hab gecheckt, was die Welt im Innersten zusammenhält, Motherfucker. Dankeschön, das war's für uns. Wir waren Bayer und Hang. Wir finden uns auf Facebook. Bayer und Hang. Nightwash. Hashtag geiler Scheiß. Jeder Mann denkt immer, wenn eine Frau reinkommt, die fick ich auch noch. Es ist so, wir können am scheiß Traualtar stehen, Alter. Mit der Braut nebenan, da kommt die Brautjungfrau und die beste Freundin von ihr rein und wir denken so, die fick ich auch noch.